Es ist jetzt 12 Uhr und das erwartet Sie in der nächsten Stunde hier bei uns. Grüner Pass, wann er kommt und was er bringt. Sondersitzung, der Nationalrat stellt die Weichen für den grünen Pass. Ostöffnung, Wien und Niederösterreich beenden den harten Lockdown. Dazu live der Direktor der Albertina, Klaus Albrecht Schröder. In Wien und Niederösterreich endet heute der harte Lockdown. In ganz Österreich haben damit der Handel und körpernahe Dienstleister wie Friseure wieder offen. Und auch die nächsten Öffnungsschritte sind bereits angekündigt. Ab 19. Mai sollen unter anderem die Gastronomie und Hotellerie erstmals seit Monaten wieder aufsperren. Im Osten herrscht angesichts dieser Öffnungsschritte aber nicht nur Vorfreude. Am Wiener Graben. Auch hier öffnet der Handel wieder. FFP2-Masken sind beim Einkaufen Pflicht. Für Dienstleistungen außerdem Zutrittstests. Bei unserer Umfrage sieht man die Lockerungen im Osten mit gemischten Gefühlen. Also natürlich ist eine Vorfreude, aber für Angst ein bisschen, dass es gleich wieder total runtergeht. Ich befürchte einen Run auf alle Geschäfte, die aufmachen, und werde mich ein bisschen zurückhalten. Keine Zurückhaltung gibt es offenbar im Tourismus. Am 19. Mai darf ja geöffnet werden. Die Betriebe in der Südsteiermark etwa sind für Pfingsten schon fast ausgebucht. Sehr viele Stammgäste haben angerufen und gesagt, Gott sei Dank, wir freuen uns, euch wiederzusehen. Wir kommen gleich am 19. und bleiben dann, solange es uns gefällt. Aber auch Gäste, die vielleicht die Südsteiermark noch nicht kennen. Auf der anderen Seite stehen stark gestiegene Infektionszahlen in der Modellregion Vorarlberg, wo die Gasthäuser seit Mitte März besucht werden können. Und von der sogenannten indischen Virusvariante gibt es bereits nachgewiesene Fälle in Salzburg und Verdachtsfälle im Burgenland. Die Öffnungspläne für den 19. Mai sollen nach heutigem Stand trotzdem bleiben, also für Gastronomie, Tourismus oder Kulturveranstaltungen, sagt der Gesundheitsminister zur indischen Variante. Sie wird auch von der WHO derzeit nicht als gefährlich eingestuft. Wir schauen uns das genau an. Und wie war der harte Lockdown zuletzt für Betroffene im Osten? Na, ist eh gegangen. War tadellos. Was sagst du? Wobei? Fällt euch tadellos. Wobei? Beim Zuhause sitzen, man gewöhnt sich an alles.